Tja, wenn Amara allerdings nur ein Hirngespinst war, ich frage mich, ist es vielleicht ein anderes Mädchen gewesen, was sie aus der Vergangenheit kennt und was sie dann hier hinein erdacht hat in die Anstalt, dass sie dann bei ihr ist? Oder war es wirklich einfach nur eine Erfindung aus Verzweiflung, aus, ja, ich sag mal, Hoffnungslosigkeit, dass sie sonst niemanden hatte, der ihr zur Seite stehen konnte, dass sie dann einfach gesagt hat, ich erfinde jetzt hier, oder das Unterbewusstsein erfindet hier eine Person, die es nie gegeben hat. Ich weiß es nicht, Alter. Ich dachte gerade, da steht was. Wir haben gerade ein merkwürdiges Rauschen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay, wir sollten Spuren von Amara finden. Es sollten welche zu finden sein, hat sie gesagt. Gut, wir könnten nochmal ins Archiv gehen. Vielleicht finden wir da in den Akten noch was. Vielleicht finden wir da einen Hinweis oder auch keinen. Ich weiß ja nicht, ob wir sie jetzt davon überzeugen müssen, dass es sie gegeben hat oder dass es sie nicht gegeben hat. Hier waren wir überall schon. Ich wundere mich halt nur immer, dass die Türen wieder zu sind. Aber da ich sowieso vermute, dass wir entweder ein Geist sind oder nicht wirklich existieren oder uns in einer Fantasiewelt befinden, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt hier mit den Türen, dass die einfach wieder zugehen, weil wir wirklich eigentlich gar nicht hier sind. Okay, das hatten wir schon mal. Dass wir hier nur ein Schatten sind, der quasi durch die Vergangenheit streift. Auf der Suche nach Frieden. Und ich habe das Gefühl, dieses Rauschen wird lauter, oder? Da kommt mir das nur so vor. Das ja, was ist das denn hier? Ist das letztes Mal schon aufgefallen? Wie soll man denn damit fahren? Okay, mit der rechten Hand irgendwie kurbeln und dann kommt man vorwärts. Und damit lenkt man. Okay, interessant. Okay. Wo war denn das Archiv nochmal? Ich muss gleich mal gucken. Ich gehe erst nochmal hier in die ganzen Räume. Vielleicht erschließt sich ja hier noch was. Hier waren wir ja auch schon drin. Haben wir das schon gesehen? Ja, genau. Das hatten wir. Dies war die Fanti. Genau, hier waren wir schon. Kann auch jetzt sein, weil ich das Kapitel neu geladen habe, dass die Flashbacks jetzt nochmal erscheinen. Tja. Wo war denn das Archiv? Ich muss mal gerade gucken. Verwahrung persönlicher Habe und Patientenarchiv, die 12. Das war den Gang runter und dann eigentlich nur geradeaus. Wenn wir dahin müssen, ich weiß es ja leider nicht. Aber das könnte der einzige Ort sein, wo wir eventuell Hinweise auf Amara finden. Oder natürlich irgendwo noch ein Dokument. Warum ist hier die Tür ganz zu? Ich gehe hier gerade mal rein. Ach, das war der Raum mit dem Schädel. Ich frage mich, was dieses Rauschen jetzt die ganze Zeit soll. Okay, wir gehen nochmal kurz ins Archiv. Ich will nochmal an den Schrank mit den, Akten. Und dann gucken wir mal bei A. Ob da irgendwas drin ist, aber die sind... Da liegt irgendwas, das können wir aber nicht... Ah doch, oder? Ne, das ist wahrscheinlich nur die nächste Schublade. Da erscheint manchmal die... Ach ne, da geht die nächste Schublade auf. Okay, unter A ist nichts zu finden. Alter, mach doch mal wieder zu. Hallo? Na, ich wollte die eigentlich... Jetzt hat auch das Rauschen komischerweise aufgehört. Ach, wir müssen die... Ne, müssen wir nicht. Wir müssen... Können wir das nicht wieder zumachen? Da liegt irgendwas drin. Ich kann es aber nicht lesen. Konkretione oder sowas. Jetzt kriege ich die Schublade nicht mehr zu. Verdammt. Können wir die untere noch öffnen? Ich guck mal, ob irgendwas ist, was wir nehmen können vielleicht. Da liegt auch nichts drin. Da ist auch nichts weiter. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden, ehrlich gesagt. Da ist auch nichts weiter drin. Können wir die nicht wieder zumachen hier? Wir können nur die untere aufmachen, toll. Da ist auch nichts. Tja, wo könnten wir jetzt Hinweise finden? Da ist auch nichts weiter.
Das ist abgeschlossen. Briefe. Aber da kommen wir ja so nicht dran. Und die Leiter können wir wahrscheinlich nicht hier vorne hinholen. Die ist nur hier hinten für den... für den Hochschrank hier. So, das haben wir uns schon alles angeschaut. Ich guck mal gerade, was wir... Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Also bin ich doch nicht so falsch hier. Okay, nach der persönlichen Habe suchen. Was soll mir das jetzt sagen? Nach hier gucken. Hier können wir überall nichts anklicken. Da ist noch ein Schlüssel. Das sind Amaras Sachen. Da bin ich sicher. Okay, dann gehen wir mal zum Tisch. Tatsächlich, das sieht wirklich fast so... Obwohl, das ist die Mutter wahrscheinlich. Amara, da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Welche von denen ist das jetzt, ehrlich gesagt? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht, weil die sieht nicht so aus. Die sieht ein bisschen gruselig aus, muss ich ehrlich sagen. Könnte sie das hier sein? Oder sie? Das ist... Können wir das Bild auch von hinten andrehen? Upla. Können wir leider nicht. Was haben wir hier noch? Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Also doch die ältere Frau, die auf dem Bild ist. Das andere sind vielleicht ihre Kinder oder was? Die sieht aber wirklich ein bisschen älter aus als wir. Okay, wir gucken mal, was haben wir da noch? Alter, abgeranzter Schuh. Das auch. Da ist sonst nichts mit... Da haben wir noch Klamotten. Ach nee, das ist nur die Schuhe. Dann lesen wir mal. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen. Die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut. Hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin. Sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Dann war Amara also nur... eine Krankenschwester und keine Insassin. Habe ich mir eben schon fast gedacht, wegen dem Outfit hier. Das sieht so nach Krankenschwestern-Outfit aus. Aber wer sind die beiden Kinder hier? Wer sind die beiden Kinder? Die könnten auch Geschwister sein, vom Gesichtsausdruck her zumindest. Wer sind die beiden Kinder? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber dann war es wahrscheinlich eine verzerrte Realität, die sie dort hatte, dass sie gedacht hat... Wo kommt das Spieluhrengeklimper her? Dass sie gedacht hat, Amara wäre eine Mitinsassin. In Wirklichkeit war sie aber einfach nur eine Krankenschwester, die sich besonders gut um sie gekümmert hat. Damit meine ich jetzt nicht die Duschszene, Freunde. Wo kommt denn das Geklimper her? Ich versuche das gerade mal zu orten. Irgendwo hier ist eine Spieluhr. Kommt das hierher? Ist lauter geworden.
an. Sie hatten meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Bloß weg von hier. Suchen wir diesen Pavillon. Sie war dort und es gab nichts mehr, was Angst machte. Ah, dann ist das hier auch... Dann ist das ihr Mann wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Soldat. Der ist wahrscheinlich in den Krieg gezogen. Was haben wir hier? Apre il nuovo centro tuberculosi... Da oben steht es ja. Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke. Genau, das haben wir schon gesehen. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich rüber in die... Maragliano-Abteilung. Und wir haben... Oh, wir haben die Spieluhr mitgenommen, sehe ich gerade. Die haben wir in der Hand. So, wie kommen wir denn da hin? Mal gerade schauen. Wir sind jetzt wo? Hier steht leider nicht... Warte mal, da unten ist Maragliano. Oh Gott, ich weiß gar nicht... In welchem Gebäude sind wir denn jetzt eigentlich? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich vermute mal in dem hier, oder? Weil hinten sind doch die beiden... Sind das nicht die beiden Gewächshäuser hier? Das heißt, wir müssen den Weg lang und dann hier links abbiegen. Oh Gott, das finde ich doch niemals. Muss ich mal schauen, ob wir das jetzt auf Anhieb finden. Okay, also nach draußen und dann irgendwie zu dem anderen Gebäude. Maragliano. Sie ist ein anderer Pavillon. Hier in der Nähe. Wir folgen einfach den Schildern. Ah, stimmt. Es gab auch Schilder. Richtig. So, mal gerade schauen, was Charlotte macht. Charlotte geht es gut. Die sitzt immer noch hier und sonstig. Alter Schwede. So, wo geht's denn? Wo war denn... Wo ist denn der Aufzug? War der nicht hier vorne? Genau. Hier müssen wir runter. Stimmt, Maragliano stand doch auf den Schildern. Ich glaube, da folgen wir einfach den Schildern. Was war das gerade für ein Klicken? So, muss ich jetzt hinten raus oder vorne raus? Ich weiß es nicht genau. Ich guck mal gerade hier vorne. Den Schildern folgen ist schon mal eine sehr gute Idee. Und es ist ein bisschen dunkler geworden, habe ich das Gefühl. Es ist schon nicht mehr so ganz hell. Wir haben so ein komisches Rauschen gerade. So, ich hoffe, ich gehe richtig. Nicht, dass wir beim letzten Mal hier uns total verfransen. Hier vorne kommt auch gleich irgendwo ein Schild, oder? Da vorne ist doch... Ah, hier links. Maragliano. Also wir sind auf der richtigen... Auf dem richtigen Weg. Nee, es kommt mir so vor, so nach Nachmittag. Hier, die Sonne geht schon fast unter. Später Nachmittag, würde ich sagen. Ist nicht mehr ganz so fröhlich, wie es den Mittag war. Da hinten waren wir gewesen. So, mal schauen, ob wir noch richtig sind. Da geht es auch noch nach Ferry. Was auch immer Ferry ist. Ob das auch noch ein Gebäude ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Und wir haben, wie gesagt, die Spieluhr mitgenommen. Ich weiß nicht genau, wofür wir die jetzt noch brauchen. Aber vielleicht können wir uns mit der noch erinnern. Oder mehr erinnern. Ich kann auch gar nicht mehr ganz nach unten gucken, anscheinend wegen der Spieluhr. Ich weiß es leider nicht. So, hier geht's nicht lang. Und die Musik wird auch gerade etwas bedrohlicher. Das scheint die Abteilung zu sein. Okay, vielleicht erfahren wir jetzt hier ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich habe die Vermutung, dass sie das sich mit Amara alles nur eingebildet hat irgendwo. Aber wahrscheinlich ist es am Ende dann doch irgendwie wieder alles ganz anders, als wir es jetzt vermittelt bekommen. Was ist hier noch? Sorry, ich muss natürlich immer erstmal gucken hier. Ist ja klar. Da unten ist noch ein Gebäude. Ich glaube, davon da kommen wir aber. Und hier auch wieder Gerüste, ne? Alles verlassen. Als wurde einfach hier nicht mehr weitergebaut. Ich vermute mal, vielleicht wurde die Anstalt auch einfach geschlossen. Und die Renovierungsarbeiten hatten aber schon begonnen und dann hat man beschlossen, ah nee, die Gelder sind ausgegangen etc. Gibt es ja auch mal öfter, dass irgendwo das Geld ausgeht. Und dann wurde die Ruine zurückgelassen, wobei, tja, ich weiß es nicht, warum die Arbeiter hier alle weg sind, warum hier nicht mehr gebaut wird. Weil teilweise sehen die Gerüste auch schon sehr alt aus. Eventuell ist das Ganze schon etwas länger her.
So, was ist das hier? Margliano. Okay, da müssen wir gleich rein. Ich gucke aber gerade nochmal bei dem Gebäude hier. Da scheint oben... Fehlt da das Dach oder was ist... Ich muss da gleich mal gucken gehen. Schönes altes Auto. So, wir gehen gleich sofort rein, Leute. Ich will erst nochmal schnell hier hinten gucken. Ob wir hier noch was finden. Wie zum Beispiel die eine Flashback-Szene im Gewächshaus, die wir ja auch nur bekommen haben, weil wir da rein sind. Vielleicht können wir ja hier... Da kommen wir vielleicht später noch hin, ich weiß es nicht. Gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen nach Margliano. Wo wir hoffentlich ein paar Antworten finden zum Bezug auf Amara. Okay, los geht's. Hier haben wir auch wieder diesen tollen Rollstuhl, Fahrradgedöns, was auch immer das sein soll. Hier haben wir wieder... Sie war zu allen freundlich, auch zu mir. Immer wenn ich sie sah, habe ich mich ein wenig besser gefühlt. Die kranken Kinder haben mit ihr gelacht und gespielt. Aber sie durften mir keine Angst machen. Ihr dürft René nicht stören. Sie ist eine Prinzessin. Das wisst ihr doch, oder? Sie erzählte Geschichten und sagte etwas von einem Krieg da draußen. Und ich bekam Angst. Am Abend würden sie kommen und mich suchen. Niemand hätte mich beschützt. Du auch nicht, Charlotte, oder? Boah, bei diesen Kindern würde ich aber, glaube ich, auch Albträume kriegen, ganz ehrlich. Alter Schwede. Oh, ich kann mich gerade nur sehr langsam fortbewegen. Ich weiß gar nicht, warum. Soll wahrscheinlich so sein. Neues Kapitel 12. Okay. Es wird langsam Abend hier. Schön hier mit den kleinen Lichteffekten hier. Wir gehen sofort rein. Ich will hier gerade nochmal vorne gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas, irgendeine Rückblende vielleicht. Aber ich denke, wir gehen jetzt erstmal in die Abteilung. Und Amara sah jetzt auch wieder ganz anders aus, ne? Als am Anfang. Da war sie eher so in ihrem Alter, in Renés Alter. Aber jetzt gerade sah sie doch aus wie eine schon etwas ältere Krankenschwester. Also jetzt nicht schon über 60, aber naja, sie war nicht mehr die Jüngste. Ich kann hier nicht reingehen. Warum nicht? Ich glaube, ich komme von hier nicht rein. Aber wieso? Muss ich vielleicht doch irgendwo hinten noch einen Weg finden? Bis mal hier, aber hier haben wir nur eine feste Mauer. Hier komme ich nicht durch, hier auch nicht. Wie kommen wir jetzt da rein? Ich muss doch jetzt nicht wieder zurück, oder? Ich hoffe nicht. Boah, allein diese Atmosphäre gerade wieder, ne? Also hier braucht es wirklich gar keine Jumpscares oder irgendwas. Allein diese gedrückte Stimmung hier, die sorgt schon für genug Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier komme ich auch überall nicht durch. Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, wir kommen anscheinend in diese Station nicht rein. Ich dachte, wir können da jetzt irgendwas machen. Los, dem Leichenwagen hinterher. Bis zum Friedhof. Was? Dem Leichenwagen hinterher? Warum sollte ich dem Leichenwagen hinterher? Warum auf einmal? Da war doch eben noch nicht die Rede von. Warum? Ich will nicht zum Friedhof. Oh Gott.